Mein Name ist Mehmet Güler. Ich bin in Malatya in der Türkei 1944 geboren. Ich habe auch in Ankara an der Hochschule Malerei und Grafik studiert und war danach als Dozent an der Hochschule tätig, wo ich studiert hatte. Das Thema in meinen Bildern, ich meine, wenn man als Künstler ein Thema arbeitet, muss man auch das Thema gut kennen. Und mich hat, weil ich auf dem ländlichen Gebiet in Anatolien geboren bin, und mich hat besonders das Leben in der Türkei auf dem ländlichen Gebiet interessiert, als ich in der Türkei lebte. So 60er Jahre besonders. Deshalb habe ich mit meinen Holzschnitten das Leben auf dem ländlichen Gebiet, also besonders Frauen und Kinder in der Natur, Beziehungen zwischen Mensch und Natur genommen, auch mit meinen später Radierungen und Malerei, bis so Mitte 80er Jahre. Da lebte ich, wie gesagt, seit Anfang 78 in Deutschland. Bis Mitte 80er Jahre habe ich mein Thema weitergearbeitet, aber dann ein Thema hat mich besonders interessiert, besonders Aufeinanderprallen von unterschiedlichen Kulturen. Und weil ich in Europa, also in Deutschland lebte, konnte ich diese Situation besser beobachten. Ich habe jahrelang erst diese Situation beobachtet und dann langsam angefangen, mein Thema zu wechseln. Ich habe das Thema genommen und bis heute arbeite ich daran. Also das besonders durch Tourismus. Ganze Mengen in Zwischenländern bewegen sich ja. Heute durch technische Entwicklungen, man kann in 2 Stunden in einem anderen Land schon sein, wo man andere Sprache, andere Religion, anderes Klima hat. Und früher, vor 50 Jahren oder 40 Jahren, war das nicht denkbar. Die Menschen waren fast fremd zueinander. Und durch Tourismus haben Menschen mehr Kontakt und haben gegenseitig Kulturen kennengelernt und auch mehr tolerant, natürlich haben sie. Und diese Situation hat mich sehr interessiert. Und ich variiere deshalb mit meinen Bildern bei Radierungen oder Holzschnitten oder auch Ölbildern, natürlich Schwerpunkt Ölbildern, wie Sie hier sehen. Dieser Kontakt, und deshalb heiße ich, habe viele Bilder mit dem Thema, zum Beispiel die heißen erste Begegnung, Begegnung, Beobachtung, umsingelt oder friedliche Besetzung. Normalerweise Besetzung ist ja im kriegerischen Sinne, aber durch Tourismus werden auch Länder friedlich besetzt. Deshalb haben wir auch zum Teil Bilder, so diese Titel. Und wenn Sie zum Beispiel bei dem Bild sehen, es gibt in meinen Bildern überall so helle, filigrane Zeichnungen oder Teile, die diese so westliche Touristen zeigen, die leichter auch im Sinn der Kontrast dieser von der Farbe und auch zeichnerisch oder Form oder dunkle, zum Beispiel wie oben oder links sehen, diese einheimische Figuren, das also sehr oft statuarisch und dunkel verkleidet sind. Und diese auch Figuren bei mir, wie gesagt, diese helle Zeichnungen, andererseits die einheimische auch so dunkel und mit Farbmassen, farbig oder dunkel dargestellt. Und ich habe früher sehr oft sehr figürlich gearbeitet. 60er Jahre sowieso, meine Holzschnitte waren sehr figürlich. Und später, so Ende 70er Jahre, auch meine Malerei, also meine Bilder, zum Teil realistisch figürlich. Aber mit der Zeit habe ich das bemerkt, dass diese Darstellung, diese Interpretation ist für meine Persönlichkeit nicht passt.
Und mit der Zeit hat sich auch entwickelt. Ein Künstler, ich meine immer, wenn ehrlich ist, man muss sich selbst ständig suchen und selbst erkennen, seine Persönlichkeit, seine Handschrift entwickeln. Und mit der Zeit, ich habe immer Figuren. Figuren habe ich nicht verlassen, aber habe ich mich entwickelt. Und das mit der Zeit, die Bilder wurden immer malerischer und farbiger und abstrakter. Heute, man kann sagen, beim ersten Blick, man kann sagen, die Bilder sind abstrakt. Auch sind sie abstrakt, aber auch figürlich. Wenn Sie die Bilder intensiv gucken, die Figuren sind entweder unter der Malschicht oder sichtbar, zum Teil leicht gezeichnet und abstrahiert. Letzte so 4-5 Jahren habe ich auch Texte. In meinen Bildern können Sie Texte sehen. Die Texte sind zum Teil von deutschen Künstlern, Schriftstellern wie Goethe, Heine, Schiller, auch aber türkische gibt es auch von Yunus, Mevlana zum Beispiel. Ich habe sehr oft die Texte reingenommen, also Gedichte. Man kann die zum Teil lesen, aber kann nicht verstehen. Das heißt, die Texte sind nicht ganz vollständig lesbar. Das habe ich absichtlich gemacht, weil wir Ausländer, sagen wir mal, egal Türke oder andere, wenn wir als Erwachsene hier in dem Land eine fremde Sprache lernen, wir können das nicht wie ein Gebildeter in Deutschland, zum Beispiel ein Deutscher, Goethe nicht so ganz verstehen. Deshalb habe ich auch zum Beispiel ein Gedicht von Goethe genommen und dann habe ich größtenteils nicht lesbar, nicht verständlich gemacht. Das ist auch ein Kontrast, also zwischen unterschiedlichen Kulturen, wie hier diese Begegnungen von Kulturen, diese Kontraste entstehen. Und diese Kontakte zwischen Ländern und zwischen Menschen, ich interpretiere das im positiven Sinne. Nämlich, das ist ja diese Begegnungen sind eine Art Nehmen und Geben. Und das heißt also, wenn die westlichen Menschen aus östlichen Menschen treffen und Kontakt entstehen, dann lernen die Östlichen von Westlichen. Und auch westliche, zum Beispiel sagen wir mal immer Touristen, lernen auch, wo die sind, wo die Länder die besuchen. Das können wir so auch kurz erklären. Vor 30, 40 Jahren, ich kenne ja auch die Situation seit 60er Jahren, nämlich ich war erst einmal 66 in Deutschland, kannten die Kulturen und die Länder nicht. Vielleicht kurz ein Anekdote auch reinnehmen. Ich war im Jahre 66 erst einmal in München mit dem Motorrad. Ich wollte eine Reise machen. Ich habe ein Zelt aufgeschlagen an der Isar auf dem Campingplatz. 6 Tage oder 7 Tage war ich da. Ständig im Juli hat es geregnet. Es war für mich nicht vorstellbar, im Sommer in einem Land so ständig regnet. Dann eines Tages fragte ein Deutscher mich, woher ich komme. Der war etwa nach heutigen Schätzungen auch so etwa 60 Jahre alt. Ich habe gesagt, ich komme aus Istanbul. Er überlegte, so ein Gesicht hat er gehabt. Ich habe verstanden, bemerkt, dass er nicht weiß, wo Istanbul ist. Ich habe gesagt, ich glaube, Sie wissen nicht, wo Istanbul ist. Er sagte, es tut mir leid, wo liegt dieses Land oder diese Stadt? Dann wollte ich mit dem ein bisschen Spaß machen. Ich habe gesagt, kennen Sie Marmara Meer und Schwarze Meer? Er sagte, ja. Kennen Sie diese Verbindung, man nennt Bosporus? Sagte, ja. Diese Stadt Istanbul liegt direkt am Bosporus.
Ach so, Konstantinopel, sagt er. Ich habe gesagt, mein Gott, wir haben in der Schule lernen, wie Mississippi lang ist, wie also in Europa, Amerika, Länder und Berge und Flüsse und welche Hauptstädte. Und dieser Mann, der in Europa lebt und auch 60 oder 55 Jahre alt ist, wo Istanbul ist, weiß er nicht. Dann habe ich ihn natürlich, nachdem er gesagt hat, Konstantinopel, ich habe gesagt, leider seit 500 Jahren heißt diese Stadt Istanbul. Und also wenn man, was ich sagen wollte, wenn man heute denkt, jeder Mensch kennt natürlich Istanbul, Antalya ist ja fast wie man Berlin und München kennt, jeder weiß, sogar andere Seite der Welt, nach Thailand, Phuket und so weiter. Also das ist die Welt ist so klein geworden und die Menschen in einer Bewegung wie ein Fluss und dann haben natürlich viel gegenseitig kennengelernt. Vor 40 Jahren kannte man hier Deutschen zum Beispiel türkische Küche nicht, griechische nicht, spanische oder italienische nicht. Heute hat jede Küche fast ganze Bücher von diesen Ländern und die sind auch neugierig geworden, wenn die solche Länder besuchen, wollen möglichst viel kennenlernen, probieren und sind auch toleranter geworden. Und das ist natürlich, als Künstler versuche ich das auch möglichst, das so damit interpretieren. Und meine Bilder sind auch stark farbig. Sehr oft auch werde ich gefragt, woher die Farben kommen. Also die Farbe auch in meinen Genen wahrscheinlich. Ich komme aus einem Land, wo die Sonne ganze Zeit im Sommer 6 Monate Sonne strahlt und Licht. Wo Sonne und Licht ist, gibt es auch Farbe natürlich. Und in meinem Land gibt es auch farbige Darstellungen in Tradition. Nehmen wir mal zum Beispiel türkische Miniaturen in der osmanischen Zeit, so 15., 16., 17. Jahrhundert. Oder Teppiche und Kilims. Und auch die Trachten von den Frauen, die sind alle farbig. Und deshalb meine Bilder, ja, ich kann nicht in Grau malen hier. Und auch letzte Jahre sind meine Bilder noch farbiger geworden. Ich werde älter, wahrscheinlich fröhlicher und mit dem Alter auch farbiger. Das ist auch ein interessantes Ergebnis dieser Zeit.